Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Atlas of Worlds. Ja, ich habe wieder ein bisschen, ja, gemagic findet. Und ja, es ist nicht so viel gedroppt. Es ist Magic Find Schuhe. Ist jetzt wirklich die. Er kann das noch nicht verwenden ohne gutes Sockel. Okay. Haben wir. Orb of Change. Nicht auf den Orb. Nur einen blauen. Das machen wir rein hier. So. Kurz die Edelsteine rein. Und hier habe ich noch eine Wand-Karte. Wenn ich 4 habe, kann ich dann im Markt 4 es in eine Unique Wand umtauschen. Könnte wieder so eine sein. Wäre optimal. Dann haben wir 2. Ja, schauen wir dann. Die Wands machen. Die Karte tue ich da runter. Vitality. Nehme ich mal mit. So. Der Rest tue ich dann wieder später rein. Tue noch kurz das anschauen. Ist besser. Muss ich vergleichen. Naja. Ja gut. jetzt muss ich kurz schauen, da Socket. Ja, genau. Ach Mano. 2 blaue. Es ist zum Später wird es extrem nervig. Ich weiß nicht, was die Entwickler. Ah, dann nehme ich halt eins raus. Und kann nicht. Ich kann nicht rausnehmen. Ich werde jetzt alle aufbrauchen. Ja, genau. Es ist halt einfach grün. Ich mag grüne Schuhe nicht. Also, Textury Schuhe nicht. Gut, dann haben wir hier den Master Assassin. Ist ja noch Level 1. Hat nichts Gescheites dabei. Ja. Da ist nichts. Gut. Kann man nicht mal. Wenn man schon ein gutes Item findet, sollte man es auch ausrüsten können. Und nicht die ganze Zeit merken, oh, man hat kein gutes Sockel und oh. Naja, bisschen Kritik halt. Ein bisschen mehr, also wenn es grüne Schuhe sind, ein bisschen mehr Wahrscheinlichkeit mal blau zu haben, wäre schon besser. Genau hier rein noch kurz. Und dann geht's los. Ja, hier wollte ich ja die Daily Missions noch kurz machen. Oder soll ich. Komm, wir machen diese Daily Mission. Die andere ist ja immer die gleiche. Vor allem am Anfang noch. Weil da können wir mehr von der. Halls of irgendwas. Gerade wieder vergessen habe. Versteht gerade nicht. Ja, sag's ja gleich. Lunarik, nein, ja. Einfach Pity. Gespoilert. Dann hättet ihr gar nicht erwartet, gewartet, dass Pity der Empus ist. So finde ich als Mage eigentlich die ganze Zeit grüne Sachen. Ich brauche blaue, also Intelligenz Sachen. Frisch. Absolut frisch.
Schön viel Mana haben wir. Also, so Mana geht ja nie aus. Saufen wie ein alter Saufbruder. Okay. War lustig. Okay, dann hast du. Nö, immer noch kein Leben. Ein Spelltotem mit plus 9. Das nehme ich. Das ist ja nur ein Transformation Orb. Ja, Totem, ist jetzt kein Saber, den ich unbedingt brauche. Also, ich weiß nicht, welchen Zauber ich hinzufügen soll, weil wenn er verlinkt mit einem Zauber ist, wird der Zauber nur durch den Totem ausgelöst. Macht 35 weniger Schaden, aber hat weniger Cast Speed und so weiter. Voll der Nerf. So, jetzt muss ich aber Arctic Armor wieder. Oder habe ich das gar nicht aktiviert? Hallo? Gut. Also, dann gehen wir wieder zu diesem General Gravitius. Und man merkt, dass es wieder Abend ist. Die Spieler legen wieder den Server. Sie wollen nicht, dass es flüssig läuft. Ah ja, die Server waren eigentlich immer das Problem von diesem Spiel. Es war immer alles überlastet. Es waren auch mal irgendwie Probleme mit der Latenz in Europa oder so, dass man immer wieder ein bisschen zurückgestoßen wurde, gesetzt wurde. Das war schlimm. Also, ich hatte da ein paar Problemchen. Als ich in der Wege war, hatte ich so schlechtes Internet, dass ich da recht Probleme hatte. Hab's nicht gespielt. Also nicht mehr viel gespielt. Ausprobiert habe ich es immer wieder, aber ging nicht und pff. Ja. Jetzt habe ich doch viel besseres Internet, aber jetzt sind es die Server. Also jetzt sind es. Der Server hat mehr Probleme. Durch die Spielanzahl scheinbar wieder. Kommt es sehr gut an. Und meine Let's Plays werden auch recht gut geschafft. So, jetzt sind wir hier in diesem Vorplatz und ach komm, wir gehen jetzt noch nicht rein. Ich will das Level up. Nein. So. Schauen wir mal. Also, ich habe hier eins nach oben gesetzt. Jetzt können wir hier noch mehr AoE machen. Das ist klar, das ist auch klar. Hochleveln. Sehr schön. Und jetzt mal ab jetzt machen wir auf Defensive. Ich muss noch diesen Punkt bei OE machen. Und dann mache ich auf Leben. Also ich mache immer Ende Akt 3 so langsam auf Leben. Das ist wichtig. Sehr wichtig. Und schau, dass halt die Resistenzen hoch sind. Also hoch ist es für mich nicht unbedingt so wichtig, aber schon plus bis mittel und so. Weil ich bin ja eigentlich ein recht guter Spieler, der extreme Reaktionen hat mit Heiltrinks auf. Probleme habe ich eigentlich immer nur, wenn es One-Hit oder wenn es wenn die Heiltränke zu schwach werden. Oh, das ist der Boss. Oh Gott. Gebietsboss. Wie sagt man denn? Einfach spezielle Gegner. Da ist er. Schnell auf ihn. Der macht sehr viel. Oh. Kurz, Orb. Investieren. Wir müssen unbedingt an gute Items kommen.
Das kommt sehr gut, wenn wir hier ein paar investieren. Dann habe ich gefunden beim Magic Fountain. Und ein Powerful Wahlfallen ist jetzt in der Pfahl. Nein, der ist überall. Und you will end encounter Slayer Rocko Exile Vocals forth a Warband. Oh Gott. Ja, ja. Also, ein Rocko Exile, ein böser Exil. Ein Spielercharakter, der einfach angreift. Oh, geht's so. So, mach ich jetzt auch kurz rein. Mehr Übersicht. Okay. Oh, schon eine schöne Sammlung, hä? Ah, da kommt dieser Akt 1 Mittelgegner wieder. Ui. Ich freue mich drauf. Der ist schon stärker. Aber schaut euch mal diesen Away. Oh. Bald haben wir noch den Greater Multiple Projectiles. 5 geschossen dann. Schade, dass es keine Ding gibt. Items, die noch mehr Feuerbälle geben. Wir könnten den Death Harp nehmen, aber der ist ja Dexterity im Bogen. Auch kein Magieschaden. Ne, lieber nicht. Okay, dann gehen wir nach oben. Das ist natürlich auch alles zufallsgeneriert, aber ein bisschen besser gestaltet beim Vieh. Was war denn das? Ach, ich liebe das Game, auch wenn es mir noch ein paar tausend Marken gibt. Wo ist er denn? Hallo, kommst nicht? Da, schaut euch mal den an. Der ist nicht aktiv. Der ist einfach nicht aktiv. Ja, schöne Grüße von Korm. Und Kohl ist es. Korm ist der Große. Der kommt. Kommt der? Nein, der kommt nicht. Doch, er kommt. Mann, ich kenne das Spiel gar noch nicht so gut. In einem Let's Play tue ich immer sehr gut aufpassen auf die Geschichte, auf die Post, auf alles. Die Items. Oh, ein Crimson Juwel. Und ja, weil ich ja auch nicht so gut Englisch kann, merke ich mir das auch nicht immer wieder, die heißen die Leute, aber. Der Korm kommt. Ich mag seine Rüstung und seine Beinschienen bzw. Schuhe. Jo. Eventuell können wir die tragen für diesen Bild. Ja. Wenn wir Defensive brauchen, dann benutzen wir die zu. Wir bekommen sehr viel Leben dafür. Die Stiefel werden wir wahrscheinlich schnell finden. Und die Rüstung nicht. Dann will ich auch rasch, also nicht rasch, sondern nicht zu viel aufhalten im niedrigen Schwierigkeitsgrad. Nicht unnötig Zeit verplempern. Und eventuell kommen noch mehr Videos. Kommen einfach nicht so gut dazu, aber ich werde es probieren. So. Und der Waypoint, also das heißt, nächsten. Ja, es ist der Tempel des Lunaris. Und hier kommen wir auch dann gleich bald dazu. Sehen einfach nicht ihn von oben oder von der Seite. Gut. Aha.
Nee, das machen wir jetzt nicht. Ich halte den nicht mehr auf. Ich mag... Ach komm. Ja, sicher. Auch noch auf Zeit. Jetzt beginnt es langsam mit den Unfairen. Also da mag ich den auch nicht. Ist einer der Unfairsten. Was ist denn hier los? Weiß ich gar nicht, wo gerade aus. Noch Meshputz. Voll die Meshes. Ja toll, und jetzt? Da oben. Ach, das geht nicht weiter hier. Was ist das für ein Trottel? Ist der neu? Ich kann mich gar nicht an so einen erinnern. Das sind nämlich die Necromancer. Wir haben die Geschosse. Kenne ich jetzt so nicht. Das sind Ball of Lightning. Ja, wir haben gut Zeit. Ich habe leider keinen Schnelligkeitstrank mehr bekommen. Komm. Lade ich wieder auf? Nö. Ja, jetzt, Typ. Pff. Gut. Haben wir das. Ja, jetzt wird es langsam ein bisschen nervig. Die macht viel Schaden. Und die Gegner haben recht gute Defensive. Ab jetzt so. Bis Ende Akt 3. Ein bisschen auch Akt 4. Sehr schön, wir haben mal eine Sackgasse. Also ich kann euch sagen, das was ihr jetzt noch seht, ist wirklich schon recht gut. Aber das Spiel fängt erst in Mercedes an. Höchste Schwierigkeitsgrad. Was da alles schon gibt. Da müsst ihr einfach schauen alles. Und jetzt zeige ich auch schon alles schauen, weil es ist so ein gutes Spiel. Und es gibt immer diese, ja, Nervenkitzel-Momente, diese Glücksmomente. Ah, das ist schön. Klar, es kommt nicht so gut an wie ein Story-RPG oder so. Aber, es ist einfach... einfach cool. Schreibt einfach gerne mit da, wenn ihr irgendwas genau sehen wollt oder was ich besser machen soll. Ich lebe von euch. Ich bin ein Let's Player, der gerne auf meine Zuschauer achtet. Alles Mögliche sorgt für meine Zuschauer. Und wenn ich mich verbessern kann, dann wird euch natürlich auch besser. Aber vor allem ich. Na, ich war relativ lange immer alleine. Nicht so viel Fans hatte ich. Ich hatte relativ eine Menge Fans, die dann extrem gut auf mich sprechen waren. Also recht viel für mich gemacht haben. Also privat. Aber so richtig Leute, die auf YouTube aktiv sind und so weiter. Das ist leider bei mir noch nicht so. Schauen wir mal. Also auf jeden Fall habe ich jetzt momentan schön, schön gute Zuschauer. Für mein Niveau. So, jetzt müssen wir... Ja, genau. Wir sind jetzt auf einer erhöhten Plattform. Die gibt es sozusagen immer. Eine ist versperrt, das ist der hier. Blöde Pity sammelt Leichenwege. Hi. Leichenwege. Hi. So, jetzt kommt auch das Gefängniszeugs. Ja, sicher. Versperrt mich überall den Weg.
Das ist mir ein bisschen zu viel herumirren. Aber eventuell werde ich da noch später ein bisschen MF-Runs machen, weil ich muss ja immer warten, bis die Videos hochgeladen sind. Dann mache ich gerne noch ein bisschen. Dann bekommen wir bessere Items. Und wenn wir halt mehr stärker sind, kommen wir auch schneller vorwärts und so weiter. Also es ist schon optimal, wenn ich jetzt hier ein bisschen helfe, weil eigentlich ist Recombinant den Infernal, also den Gem mit Feuerball zum Reinsocken in den passiven Tree, aber ja, wie soll ich den holen? Noch nie gehandelt, will es nicht auf Englisch machen. Und naja, auf Deutsch eigentlich auch nicht. Ich will nicht handeln. Ich handle nie, außer mit Freunden in einem Action-Rollenspiel. Weil ich einfach die Herausforderungen brauche. Dann mache ich auch jede Season mit. Ich sag schon am Anfang, ja, bekomme sicher nicht alles hin. Aber ich bin stolz auf mich. Ich erreiche viel Self-Hunt. Also wirklich super Self-Hunt. Und alleine. Auf jeden Fall Path of Exile ein bisschen. Ich habe mal mit Mega Coolman ein paar Stunden gespielt bis Anfangs Akt 3. Das war schon extrem lange her. Und hier rushen wir einfach durch jetzt, weil ich so OP sind. Und damals hatten wir schon fest Probleme. Ja, nein. Probleme nicht, aber zähe Gegner. Zu zweit sind die Gegner ein bisschen zäh. So, Petey, du bist leider ein bisschen schwach. Da muss ich dich ein bisschen schneller töten. Was machst du jetzt? Ja, die verwandelt sich entweder in einen roten oder in einen blauen. Je nachdem, welche Kreis sie betreten. Die kann man kaputt machen, damit sie nicht geht. Das ist jetzt der blaue. Wo ist sie jetzt? Da. Sie schießt Eis, was nervig ist, vor allem in Messiness. Aber ja, hat keine Chance. Auch der Endboss wird keine Chance haben vom Akt 3. Ja, es war mal der Endboss, aber Akt 4 ist der Zug gekommen vor 1,5 Jahren. Irgendwann mal. Also, hier haben wir Resistenzen. Haben wir auch eine Resistenz. Ja, sparen wir uns mal auf. Hier haben wir nix. Mana und Melee Damage. Sparen wir uns aber auf. Also, jetzt muss ich noch die drei Sachen hier rein tun. So. Die hier. Und einen Schlüssel haben wir. Einen Schlüssel. Was wir mit dem Schlüssel machen können. Ja, wir gehen mal vielleicht in das andere Gebiet, das ich ja gezeigt habe. Wir bekommen 2 Skill Points, das ist sehr gut. Also, das ist eigentlich gut. Wieso wird das nicht geskillt? Ich nehme den. Kann dann immer wieder rausnehmen. Also, ich hatte mehr als 30 Skill Points zum Rausnehmen am Schluss. Mit den Skill ja, den Orbs halt zum Skills rausnehmen, Punkte zu bekommen.
Schaut euch das an. Oh, nochmals ein Skillpunkt. Gut, dann müssen wir noch einen Punkt. Wir machen das so. Wenn wir das schon so sind, dann machen wir gleich so. Die 8% brauche ich jetzt nicht unbedingt. Elemental Damage. Wenn ihr Fragen habt zum Skilltree, wieso ich das und so verwende und so, das kann ich ohne Probleme ja, Auskunft geben. Wenn ihr Fragen zu Builds habt, die ja recht schwer sind oder so, könnt ihr es auch mal versuchen. Ich bin nicht so wissend über alle Builds, aber ja, ich empfehle einfach mal im Forum nach Builds zu schauen, die ähnlich sind und dann vielleicht mich zu fragen, wie ihr es umändern könnt. Um es an euch, eurem Geschmack und so weiter anzupassen. So, hier haben wir nervige Statuen, die immer einfrieren, aber kein Problem. Genau das habe ich gewollt. Wir machen noch die Hedgemets. Das Labyrinth, die Bibliothek. Fehlt sich jetzt nicht zu machen. Mache ich. Moment kurz, eigentlich ist es die Bibliothek, die ich eher machen sollte, aber wir brauchen sowieso hier auch ein Ding. Dann machen wir einfach irgendwann einen Akt, bei Akt 5 dann das Ding, weil ich will unbedingt im nächsten Part zum Boss gehen. So, das ist besonders nervig, weil es so unvorhersehbar ist, aber ich laufe meistens immer nur durch. Weil so viel Schaden macht es auch noch nicht. Später dann taktisch, klar. So, es ist ein Slow-Motion-Gift. Also es slowt euch extremst. Darum, immer eich durch mit, diesem Trank aus dem Normal. Da macht es überhaupt keinen Schaden. Beziehungsweise einen Heiltrank noch nebenbei saufen. Der heilt so lange, bis man dann durch ist. Ja, eigentlich easy. Also das Schwerste finde ich die Türen im Labyrinth dann. Aber die Herausforderungen sind immer so einfach, außer vielleicht die Map-Herausforderungen dann. Ist dann so, also erster Schwierigkeitsgrad, zweiter Schwierigkeitsgrad ein bisschen schwer, dritter Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen schwer und dann sozusagen Map nochmals ein Schwierigkeitsgrad, der viel, viel schwer ist. Aber dazu sage ich, glaube ich, noch lieber nichts. Vielleicht werden wir es ja recht schnell schaffen. A Frenzy Charge beim Killen von eingefrorenen Gegnern. Ja, wir haben leider keine Einfiss-Skills, aber ich nehme es mal mit. Blocken, nö. Brauche ich nicht. So, das haben wir. Ja. Der Part ist vorüber. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken und im nächsten Part machen wir dann hier den Scepter of Goats, den Scepter der Götter. Etwas, das fett psychiatrisch blöd ist. Gut. Na klar, Emmet. Und er ist erlöst. Schauen wir noch kurz hier. Hier ist nichts mehr. Also bedankt habe ich mich schon. Ja. Auf jeden Fall mein Lieblingsprojekt. Und wird noch viel, viel geiler. Also bis zum nächsten Mal. Euer Drago. Tschüss.